Bei unserem Expert-Talk begrüße ich heute Herrn Professor Fortner vom Lehrstuhl Fördertechnik, Materialfluss, Logistik der Technischen Universität München. Hallo. Herr Professor Fortner, wie sehen Sie aus Ihrem Blickwinkel die aktuellen Herausforderungen der urbanen Logistik? Naja, tatsächlich haben wir ja momentan einen kleinen Vorteil, weil die Innenstädte etwas leergefegt sind, aber wir haben es sofort dadurch kompensiert, dass wir mehr einkaufen, weil wir mehr Zeit haben und weil wir mehr zu Hause sind. Die Herausforderungen sind eigentlich relativ einfach zu umschreiben. Wir haben gleichzeitig quasi das Thema der allgemeinen Mobilität und eine Versorgung für eine Bevölkerung eines größeren oder kleineren Ortes, einer Millionenstadt, genauso wie mittleren Städten zu organisieren, bei gleichzeitig Ansprüchen, die auch auf Seiten der Menschen immer stärker ansteigen, gerade hinsichtlich der Lieferzeiten, auch des Artikelspektrums. Wir sind ein wenig verwöhnt geworden, aber wir wollen uns tatsächlich trotzdem gut versorgen lassen. Sehen Sie weitere Veränderungen dieser als Treiber für dieses veränderte Kaufverhalten? Zum einen kann man sagen, dass wir einfach die Möglichkeiten haben. Wir haben das Thema E-Commerce sicherlich inzwischen sehr flächendeckend. Gerade im Augenblick dank Corona muss ja fast jeder kleinere Laden umstellen auf E-Commerce. Ich würde es immer ein wenig einschränken, wenn man vor 3 Jahren, habe ich selber nur nachgedacht und mir gedacht, Mensch, das ist ja unverantwortlich, wenn man sich alles liefern lässt. Aber wenn man ehrlich ist, es verstärkt das Problem ja nicht. Warum? Weil wir ansonsten die Waren auch irgendwo abholen müssten. Also diese Versorgung des eigenen Haushalts, die Versorgung aber auch von Unternehmen, die im innenstädtischen aktiv sind, ob das jetzt reine Büros sind oder ob das produzierende Unternehmen sind, genauso wie die Fernentsorgung von Einzelhandel, von Warenhäusern, das alles gemeinsam ist halt ein Problem, im deutschsprachigen Problem, im englischsprachigen würde man sagen, eine Herausforderung, die wir lösen müssen. Sehen Sie Optimierungsansätze, beginnend bei Forschungsprojekten, aber auch rein durch die Anwendung spezifischer Lager, Fördertechnik oder sogar dezentraler Logistiksysteme? Ja, Ihr letztes Stichwort ist natürlich ein ganz entspannendes, dezentrale Logistiksysteme. Denn was ist eigentlich die Herausforderung? Wenn Sie sich heute umschauen, dann ist ja nicht das Problem, dass man einfach nur hergehen müsste und die DHL und FedEx und UPS, LKWs alle an einer Stelle treffen lassen und dann wird aus 3 von diesen Transportern einer gemacht. Das ist nicht die Herausforderung. Warum? Die sind ja alle voll. Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, wenn Sie aus Ihrem eigenen Fenster zu Hause rausschauen, ich wohne jetzt in einer Stadt mit lediglich 48.000 Einwohnern, also nicht in München, dann werden Sie feststellen, um 10 kommt ein gelbes Auto, um 9:45 kommt ein braunes Auto und um 10:30 kommt dann noch ein blaues Auto vorbei und nachmittags vielleicht nochmal das gleiche Spiel. Also tatsächlich ist die Koordination meiner Meinung nach die wichtigste Herausforderung. Denn dazu kommt ja noch, dass ich mit meinem Auto dazwischen noch 3 Mal zum Supermarkt gefahren bin, weil ich noch irgendwelche Dinge organisieren wollte. Und das gepaart mit dem Anspruch, dass wir ja möglichst ja lebenswerte, mobile Städte wollen, in denen nicht permanent der Verkehrsinfarkt vor der Tür steht. Das ist die große Herausforderung. Da fällt mir natürlich sofort das Stichwort Transport der letzten Meile als Herausforderung der urbanen Versorgung ein. Dort gibt es viele spannende Forschungsprojekte, spannende Technologien, auch als Anknüpfung direkt an Elektromobilität. Wo sehen Sie da den Zukunftstrend? Naja, Technologien sehen wir ganz viele. Wir haben ja in unserer Community ganz tolle Ansätze von der Drohne über den kleinen Roboter, der einzelne oder mehrere Pakete zusammenträgt. Ich bin da immer ein klein wenig demütig, denn was ist das Problem? Das Problem heute ist, dass wir meistens ein wenig unzuverlässig in der Vorhersage sind, wann kommt was an und dann die Leute einfach nicht zu Hause sind. Wir machen also immer mindestens 2, 3 Versuche, bevor wir einmal ausliefern. Ich glaube tatsächlich stärker daran, dass wir eben im Sinne dieser Mikrodepots eine Konsolidierung vornehmen, eine automatisierte Konsolidierung. Die kann auch gepaart sein mit einer automatisierten Ausgabe für diejenigen, die eben schwer erreichbar sind, und für den Rest sehe ich tatsächlich diese E-Trikes als sehr, sehr gute Lösung, denn hier hat man einen guten Kompromiss, eben nicht nur 1 oder 2 Pakete gleichzeitig wohin zu fahren und damit die Strecken 30, 40 Mal statt einmal zu fahren,
sondern ich brauche schon ein gewisses Ladevolumen, um diese Rentabilität herzustellen und dann eben mit klugen, intelligenten Routenverfahren, mit kluger Konsolidierung auch über die einzelnen Cap-Dienstleister hinweg, über einzelne Firmen hinweg. Das, glaube ich, würde einen riesen Vorteil bieten. Generell lässt sich ja bei der innenstädtischen Versorgung unterscheiden zwischen Ware zu Person. Da spiele ich auf diese Tri-Bikes an. Natürlich gibt es aber auch Ansätze Person zu Ware. Und da denke ich im negativen Sinne an diese Postabholstationen, bei denen sich bei uns speziell zu Hause hier bereits um 7 Uhr morgens die Schlange einmal rundherum um den Kreisel bildet. Sehen Sie da auch neue Lösungen, automatisierte Abholstationen, auch in Form von Kleinladungsträgern, aber auch eben vielleicht für Paletten, für Dienstleistungssektoren und Einzelhandel? Ganz sicher. Man hat ja 1998, 99 schon vom Tower 24 gesprochen, wo man damals vorhatte, den zum Beispiel im Umfeld von Tankstellen unterzubringen. So sinngemäß, Tankstelle ist der Versorgungspunkt. Wenn der Ladenschluss überall anders schon gegriffen hat, dann kann ich bei der Tankstelle noch was holen. Ich glaube, dass das heute natürlich total weiterentwickelt ist. Wir sehen diese Amazon Lockers, wir sehen die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber meistens eben wenig automatisiert, wenig platzsparend. Sowas muss man halt auch hinkriegen, wirklich in der Mitte einer Großstadt. Und das könnte durchaus eine Chance für den ein oder anderen auch kleinen Einzelhändler sein. Vergleichen Sie es einfach mal mit automatisierten Apotheken, ist heute ja häufig der Fall, dass man die Waren, die eigentlich nicht immer im Blickfeld des einzelnen Kunden sein müssen, sind in dem Fall tatsächlich kleine Regalbediengeräte bereitstellt und eben dann sehr volumen- und flächeneffizient auch vorgeht. Ich würde aber hier als eine meiner wichtigsten Antworten in der Logistik immer sehen, sowohl als auch. Also es ist sicherlich keine exklusive Lösung. Wir haben ergänzend dazu gerade speziell erkannt oder sind im Gespräch mit vielen Lebensmittelhändlern und diese Unternehmen stehen vor ganz anderen Herausforderungen, denn sie haben das Problem, dass sie einen gestiegenen Bedarf haben und gerne Neubauprojekte starten würden, jedoch gar keine, ja gerade in diesen Ballungszentren, keine geeigneten Bauflächen beginnen, keine Drei-Schichtbetriebe realisieren dürfen, dass Bauanträge in Pandemiezeiten noch länger dauern als sonst. Wie weit sehen Sie denn die Möglichkeit, diese vorhandenen, bestehenden Lager nachträglich zu automatisieren, zu optimieren, Materialflüsse zu optimieren und damit die vielleicht ursprünglich mit Knotenpunktansätzen gut verteilten Lager, ich sag mal, neues Leben einzuhauchen? Die Frage muss ich ja fast an Sie zurückgeben und sagen, naja, das ist ja zuletzt tatsächlich eine der großen Herausforderungen moderner Technologien. Auf der grünen Wiese, irgendwo im fernen Brandenburg, kann ich wunderbar die schönsten, größten und auch gerne sehr effizienten Lager aufbauen. Aber wir brauchen hier durchaus intelligente Lösungen, ohne jetzt hier in die Produktbezeichnungen reinzukommen. Aber da sind natürlich die unterschiedlichsten Shuttle-Ansätze, auch ein Autostore-System zum Beispiel, weil eben sehr eng und auf kleinem Bauraum realisierbar, erste Ansätze. Aber da ist es bei Weitem noch nicht getan. Ich habe vorher als Beispiel diese Apothekenkommissionierautomaten erwähnt. Die kamen ja tatsächlich durch eine veränderte Struktur von Läden. Aber es lässt sich doch zusammenfassend sagen, dass die Zukunft der urbanen Versorgung wahrscheinlich aus einem cleveren Zusammenspiel von Ware zu Mann-Ansätzen und der Wiederbelebung bestehender dezentraler Lager bestehen wird oder könnte zumindest. Ja, also da bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Also Sie haben mir offensichtlich sehr gut zugehört. Es war eine wunderschöne Zusammenfassung von dem, was ich denke. Ich bin da wirklich überzeugt, es kommt drauf an. Wir werden also natürlich große Lager brauchen, die vor den Toren der Großstädte sind, die uns auch effizient versorgen. Aber wir müssen, ähnlich wie das in Produktionsumgebungen mit Supermärkten heute gemacht wird, so eine Zwischenlayer noch haben. Herr Professor Fortner, ich danke Ihnen für die Teilnahme an unserem Expert-Talk und den spannenden Gedankenaustausch rund um das Thema urbane Logistik. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns im Sommer endlich persönlich wieder begegnen dürfen. Ja, es wäre mir eine große Freude. Und gerade im schönen Schwarzwald bin ich sehr, sehr gerne.